Ich begrüße heute hier die Frau Zahntechnikermeisterin Petra Jung, auch aus Berlin angereist, von weiter Ferne. Sie wird jetzt ein bisschen was zum Thema sensible Zahntechnik, Materialunverträglichkeiten und ja, so auch Patientenfälle präsentieren, wo man mal so ein bisschen erkennen kann, wie sich das Ganze darstellt. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich übergebe an Frau Jung und wünsche viel Spaß. Dankeschön, liebe Christine. Vielen Dank. Warten Sie mal erst den Vortrag ab, bevor Sie so spontan klatschen. Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen, meine Herren, liebe Zahnärzte, liebe Ärzte, Heilpraktiker, Osteopathen, was weiß ich, Netzwerker, die dazugehören und vor allen Dingen liebe Kolleginnen und Kollegen, die den Weg heute hierher gefunden haben. Mein Name ist Petra Jung, ich bin Zahntechnikermeisterin, mittlerweile dieses Jahr schon 35 Jahre, wie mir die Handwerkskammer mitgeteilt hat. Für die ganz Pfiffigen unter Ihnen, die schließen jetzt darauf, wie alt ich bin. Ja, 35 Jahre und davon gut 20 Jahre bereits in dem Bereich ganzheitliche Zahntechnik, Umweltzahntechnik und mittlerweile sensible Zahntechnik, wie ich es nenne, bin ich tätig. Ja, sensible Zahntechnik, Dental Sensitive, Sie sehen das hier auf meiner Folie, ist ein Begriff, weil ich immer mit dem Begriff ganzheitliche Zahntechnik, mit dem Begriff Umweltzahntechnik nicht so besonders glücklich war. Mit dem Begriff sensible Zahntechnik bin ich auch nicht so ganz glücklich, muss ich sagen. Aber es ist vielleicht ein bisschen mehr das, was ich Ihnen heute hier zeigen möchte, nämlich, dass wir Zahntechniker eine große Verantwortung haben, was den Zahnersatz, die Verarbeitung der Materialien und vor allen Dingen auch die Kompositionen, die wir herstellen, so herzustellen unter einem sensiblen Aspekt, dass es für die Patienten, in denen deren Körper es nachher integriert werden soll, auch stimmig und passig ist. Und dazu gehört einiges im Bereich der Zahntechnik, was wir Dental Sensitive Zahntechniker, Umweltzahntechniker anders machen oder anders machen sollten als die konventionellen Zahntechniker. Ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, aber auch ein bisschen provokativ. Sie urteilen am Ende meines Vortrags selber, ob wir etwas anders machen oder nicht. Ich bin gespannt. Worum geht es denn überhaupt in der Zahntechnik? Gesundheit und Wohlbefinden ist eine Herausforderung der Gegenwart und der Zukunft natürlich auch. Und der Patient stellt da ganz besondere Maßstäbe und auch Anforderungen an uns. Die Zahnersatzmaterialien, die er in den Mund bekommt, wirken in seinem biologischen System 24 Stunden am Tag, das 365 Tage im Jahr. Und die Prothetik, die wir herstellen, soll mindestens 10 bis 15 Jahre halten. Das heißt, ich merke das an der Stille, die im Raum herrscht auf einmal. Sie denken darüber nach, was da los ist. Worum geht es? Wir haben also einmal zu tun beim Zahnersatz mit Abrasion. Da werden Stoffe freigesetzt, dadurch, dass der Zahnersatz benutzt wird. Wir haben es zu tun mit Korrosion bei Metallen. Dort gehen chemische Prozesse laufen dort ab. Wir haben es zu tun mit Eloationen aus Kunststoffen, das heißt Kunststoffe gasen also chemische Substanzen aus. Wir haben es aber auch mit Partikeln zu tun, die aus der Oberfläche, zum Beispiel von Keramikoberflächen kommen. Wir haben es mit elektrischen Spannungsfeldern zu tun. Und wir haben es letztendlich auch mit der Alterung des Zahnersatzes zu tun. Das alles wirkt auf das biologische System Mensch eben in dieser Zeitspanne, über die wir eben gesprochen haben. Und da ist natürlich die Zahntechnik ganz besonders im Fokus des Geschehens. Und somit ist es ganz wichtig, dass wir uns auch mal die Verarbeitung der Zahnersatzmaterialien, die uns zur Verfügung stehen und von denen die Hersteller ja immer erzählen, ist alles ganz toll und ganz bioverträglich und ganz neu und ja, kann eigentlich alles, das Material. Aber was nutzt es, wenn der Zahntechniker es nicht richtig verarbeitet?
Dieses Bild haben Sie auf der anderen Seite des Raumes auch schon gesehen. Wir kümmern uns genauso wie der Zahnarzt eben halt darum, dass die Materialien und der Zahnersatz, den wir eben in den Mund einbringen, im biologischen System Mensch nicht nur funktioniert, sondern ihn auch nicht zusätzlich belastet. Kann man das einigermaßen da hinten lesen? Geht das? Ja, sonst muss ich es vorlesen. Aber wir machen einfach Zahntechnik für Patienten mit besonderen Ansprüchen. Patienten, die beispielsweise chronisch krank sind oder bestimmte Materialien nicht vertragen, wo wir also dann ein Ausweichmaterial suchen müssen. Wir machen daher Prothetik mit außergewöhnlicher Wertigkeit. Und da freue ich mich, dass der Kollege vorhin in dem anderen Vortrag gesagt hat, ja, wo kommen denn wir Zahntechniker hin, wenn immer alles schneller gehen muss und immer alles weniger kosten darf. In diesem Falle ist es wirklich so, diese Prothetik, die wir herstellen, hat eine ganz besondere Wertigkeit und das muss auch dem Patienten entsprechend mitgeteilt werden. Dann weiß er auch, was er dort bekommt.